Moin Richie, ich melde mich nach gut 6 Monaten mal wieder mit einem Update meiner Haare nach meiner Haartransplantation in der Türkei bei Elitair. Ja, wie man sieht, hat sich tatsächlich noch ganz gut was getan. Ich bin bis dato immer noch super zufrieden mit dem Ergebnis bis dahin, zu dem man bedenken muss, dass tatsächlich ja erst die Hälfte der Zeit erreicht ist, bin ich bis dahin schon super zufrieden. Zum letzten Video hat sich auf jeden Fall noch ganz gut was an der Dichte getan, wie ich finde. Gerade in dem vorderen Bereich sind die Haare deutlich dichter geworden. Genau, zu meinen Routinen, da hat sich eigentlich nicht wirklich was getan. Wenn ich meine Haare wasche, benutze ich immer noch das Shampoo von Elitair. Ich benutze täglich die Biotin-Tabletten und hin und wieder das Haarserum. Genau, das war's auch schon. Was mich ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass ich erst eine PRP-Behandlung hatte. Das liegt allerdings daran, dass ich die anderen Termine leider nicht wahrnehmen konnte. Das jetzt in den nächsten Monaten aber auf jeden Fall noch passieren wird. Genau, dass sich dadurch das Ganze auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen verändert nach den PRP-Behandlungen. Genau, was kann ich noch erzählen? Im Großen und Ganzen war es das eigentlich schon. Wie gesagt, die Routinen, die mir Elitair mit auf den Weg gegeben hat, setze ich soweit immer noch um. Sprich halt das Shampoo benutzen, die Tabletten nehmen, das Serum. Genau, ansonsten wachsen die Haare einfach ganz normal und ich mache nicht wirklich was anders als sonst. Genau, zu guter Letzt kann ich ja noch mal ganz kurz einen Einblick geben von etwas näher dran. Ich hoffe, man erkennt es ganz gut. Ja, genau. So viel dazu. Wie gesagt, ich bin super zufrieden. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich beantworte immer gerne alle Fragen und seid gespannt, wie meine Reise weitergeht. Bis dahin, macht's gut. Ciao. You're gonna be a tough act to follow.